Hallöchen und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Wir hatten vor, Hallo. jetzt die Main Quest weiterzumachen von mir. Haben uns schon mal hierher geportet. Ist ja jetzt nur ein Katzensprung gewesen. Und da vorne sollte es auch gleich weitergehen. Und zwar genau hier. Oh, das Unter hier hört den sich nach Wellen. Unterwasserzeug an. Yep. Dupi. Wo geht's hin? Da ist die gute Cave. Ist ja gar nicht Cave. Schade. Kommt und kämpft, ihr tückischen Aale. Lasst Tekwin wohlbehalten zu mir zurück oder ich schnetzle euch zu Schnippelfisch. Und ich. Okay. Hey, hört ihr mir zu? Nein. Kämpft gegen die Crate. Immer gerne. Boah, haut er mir aber eine runter da. Ja, sind ganz schön krass geworden, ja. Naja, sind ja auch Level 14. Ja, Level 14. Na, wir sind bloß noch ein Level drüber. Glitschwesen, ihr seid Fischmehl, wenn ich mit euch fertig bin. Ihr solltet doch warten. Sie hätten euch gefangen nehmen oder töten können. Was habt ihr euch dabei gedacht? Gedacht? Nix. Ich dachte, ich sollte warten. Und dann hörte ich auf, das zu denken, weil ich Kreid sah. Diese Aale werden büßen, was sie Tekwin angetan haben. Na schön, wenn ihr Absprachen so schnell vergesst. Da drüben sind Kreittürme. Falls sie Tekwin gefangen halten, dann wohl dort. Kommt, lasst sie uns befreien. Gemeinsam. Wie gemeinsam? Was heißt das? Ich komme nach. Oh, 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 oh. Unterwasserquest. Wo ist denn die Alte? Keine Ahnung, da beim grünen Ring sicherlich irgendwo. Unten oder oben? Ich denke oben. Ja, sieht danach aus. Oh, hier ist ein paar hier, ja. Ja, schon tot. Ja, kein nicht. Hey, 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 bitte befreit mich aus dem Käfig. Habt ihr kein Mitleid? Nö. Huch. Oh oh, da liegt er. Da ist er wieder oben. Ihr da, befreit mich. Mein gewaltiger Intellekt muss gerettet werden. Was? So, ja, kurz sich eingenommen. Wenn sie denn so schlau ist, warum ist sie dann gefangen genommen worden? Das frag ich mich auch. Easy going! Tekwin, seid ihr wohl auf? Dem Mutterbaum sei Dank, ich war so in Sorge. Ist das die Lauchstange, von der ihr ständig redet, Tekwin? Ihr könnt mich Versohlen und Lehrling nennen. Ihr habt wohl immer noch eine Vorliebe für junges Gemüse. Karis, was macht ihr hier? Warum habt ihr euren Posten verlassen? Eure Pflicht ist es, Anwen zu beschützen. Eine von uns muss dort... Bei der Alchemie. Hört doch mal für 10 Sekunden auf, Hainhüterin zu sein und dankt ihnen einfach, ihr welker Busch. So sieht's aus. Bitte seid nicht böse. Ich musste euch finden. Ich musste. Ich konnte an nichts Kluges denken. Dann kam der Junker und tat erstaunliche Dinge und jetzt sind wir hier. Oh, Karis, ihr seid vielleicht kein Genie, aber ihr habt ein gutes Herz. Danke, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habt. Bitte. Hier sind noch welche von uns eingesperrt. Als Kreidfutter vorgesehen zu sein, war ja toll. Aber meine Zehen werden runzlig und ich will nach Hause. Ja, meine bedauernswerte Asura-Gefährtin hat recht. Wir müssen alle Gefangenen befreien. Auch die Nervigen. Draußen im Wasser ist ein Kreidwärter. Er müsste die Schlüssel für die Käfige haben. Seid unbesorgt. Wir finden ihn. Alle werden lebend hier rauskommen. Ja, genau. Das heißt, alle bis auf die Kreid. Okay. Warum spricht dein Typ eigentlich immer für uns alle? Ja, jetzt müssen wir ins Wasser, aber.
Ja, ich denke auch. Viel höher geht's ja hier nicht. Yay, duschen. Nee, baden. Holen wir uns erstmal den hier unten war, den Kleen. Ja, holen wir uns erstmal alles, was hier so schwimmt in der Höhe. Den da unten hole ich mir auch mal hoch. So weit unten sind die, den platzt doch der Kopf, wenn die hier so lange sind. Und uns auch. Ja, theoretisch, ne? Ob wir das überleben, ist schon ein Wunder. Muss man schon ausgebildet sein, eigentlich. Da noch schnell auftauchen ist ja auch nie gut. Hey, 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 das ist ja frech. Ach, der hat doch keine Chance. Nö. Ey, es lässt mich immer wieder nach unten sinken. Fuck. Ich wollte das Banner gar nicht. Nee, nehm ich. Was ist das hier? Der General Schlüssel. General Schlüssel. So? General Schlüssel? Ja. Ach Gott, das kann ja wieder ewig dauern, ehe wir wieder oben sind. Lutsch. Ja, ein bisschen dauert's. Alles für die Erfahrungspunkte. Oh ja. Bin mal wieder oben, ne? Ich war ja noch so tief. Sag mal, wie lange brauchst du denn? Ja. Hast du nur Viecher getötet oder was? Ja. Ach, Beste. So viele Erfahrungspunkte kriegen sie ja dann auch wieder nicht. Nee, aber die kamen ja im Weg. Los, geh auf. Und nu? Ah, zurück ans Ufer. Dann tun wir das. Kommt die denn her? Notfalls. Nein, ach Gott. Was war das denn? Ja, ich hab zu spät. Es hat eine Sekunde, eine Millisekunde gefehlt, da wäre mein Heal durchgegangen. Ja. Der Heal war durch. Ja, Windfall kenne ich das. Aua. Ah. Na gut. Fertig, wa? Anscheinend. Kann man gleich zu deiner noch. Ja. Ich bin so froh, dass es euch gut geht, Tequin. Ja, ja. Ohne euch war ich hilflos. Gut, ich konnte mich noch wehren, trotzdem hilflos. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr habt den Strand freigehalten und mich gerettet. Junker, wieso wart ihr in Anwen? Treherne hat mich geschickt. Er hatte nichts von euch gehört, seit dem Brief, den ihr im Sturm geschrieben und in dem ihr ein orianisches Artefakt erwähnt habt. Mein Mentor, was für ein Glück, dass er euch geschickt hat. Von ihm habe ich so viel über den Kampf gegen die Kreaturen aus Or gelernt. Ich wollte das Artefakt holen und es ihm zur Untersuchung schicken. Es war ein schöner, glänzender Silberspiegel, verziert in der Art des alten Or. Ich sah ihn während des Sturms durch mein Fenster, aber wegen des Unwetters konnte ich nicht hinaus. Als ich den Strand am nächsten Morgen absuchte, griffen Kreid mich an. Hey, in dem Sturm wurde ich gefangen genommen. Ich überprüfte die Skrid-Fallen beim Labor.
Und ich glaube, die Ratten piepsten was von einem Stück festen Wassers. Könnte euer Spiegel sein. Ich schätze, ich schulde euch was für die Rettung. Die Skrid haben ein Versteck am Zinderhang. Wenn ihr wollt, zeige ich euch, wo sie leben. Oh ja, machen wir das? Ich habe noch nie ein Skrid-Haus gesehen und so könnten wir den Spiegel bekommen. Tequin? Tja, Anwen wird von den Samenpflanzen geschützt und das ist ja für einen guten Zweck. Na schön, Junker, ich hätte euch gern dabei. Treffen wir uns am Zinderhang? In Ordnung, bis dann. Chausen. Dann gehen wir raus, wa? Gab's wenigstens eine Belohnung? Was ist das? Kopfrüstung, wird doch mal Zeit. Kraft, Vitalität, Präzision, natürlich. Mal noch schnell einfärben, das Teil, wie immer, wie eh und je. Gieriger Frosch. So, rausgeportet. So, ab welcher Stufe ist deine nächste Quest? 16. Bist du ja noch nicht, ne? Nee. Nö. Gut, dann müssen wir jetzt meine machen. Machen wir jetzt deine. So, und zwar müssen wir da rechts, rechts, Osten, 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 Osten. Ach Gott. Lass mal dein Gebiet finden. Na, ganz weit im Osten. Ach, da. Dann der östlichste Punkt, den wir haben, und zwar der Eisendock, die Eisendockwerft. Ja. Da müssen wir hin und dann ein Stück nach Norden laufen. Okay. Ebenen von Aschfurt. Oh ich ja, hoffe, es verwirrt den Zuschauer nicht so sehr, dass wir immer zwischen den Storylines hin und her springen. Ich weiß nie, inwiefern die sich dann irgendwann überschneiden vielleicht. Na, spätestens am Ende. Ich glaube, am Ende... Spätestens in der letzten Mission sind wir dann parallel. Gut. Ja, denke ich. Nach Norden also, ja? Ja. Ist das richtige Norden? Gibt's noch ein anderes Norden? Nee. Bei Norden ist es eindeutiger als bei links und rechts. Ja, genau. Deswegen sah ich auch Himmelsrichtung an. Wobei es ja bei links und rechts eigentlich auch eindeutig ist. Kommt drauf an, wo man hinguckt. Das stimmt. Und es kann dann immer noch vertauscht werden. Ja. Ach guck, hier oben ist doch schick. So, hier oben ist es übrigens auch, aber da können wir erstmal den hier nehmen. Der sagt uns, wo neue Herzen sind. Ja. Willkommen in der Stadt Ascalon. Wir tragen Ascalon. Auch immer einen jahrhundertealten Kampf zur Rückeroberung. So, dann haben wir auch eine Wegmarke, eine neue. Es muss etwas unternommen werden, um die Geister endgültig zu vertreiben. Super, ein Herz hat er gezeigt. Haben wir die hier angeschleppt, zufällig? Ja, ich glaube. Goodie. Oh ja. Tief im Schlamm. Unter Nett. Wasser und Dreck. Lead the way. Auf immer undurchsichtig wird hier. Wo muss man hin? Was müssen wir machen überhaupt? Jemand? Anweisungen gefunden. Also ich habe ja so ein paar Anweisungen, die ich immer mal so sehe. Ja. Die müssen wir halt alle irgendwie finden und zusammensetzen. Und irgendwo hier ist ein großer grüner Kreis und da, hier, Schnitzereien. Vor langer Zeit hat jemand ein gutes erkennbares Zeichen im Baum gesetzt. Zeichen untersuchen, bla 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 bla.
So. Schnitzereien hast du, ja. Ja, eine braucht man noch. Sind aber garstige Gespenster. Ja. Das war ausgenockt. Hier ist irgendwas, hier kann ich durchsuchen drücken. Achso, das sind die Geister. Ja, ja. Nee, es muss hier drin irgendwo wieder sein. Irgendwo ja. Hier bestimmt wieder da ein Baum. Geradezu. Oh, oh, warte mal. Noch so eine Meute. Die lernen's aber auch nie. Nee. Das werden sie vermutlich das ganze Spiel auch nie lernen. Noch mehr Geister. Da ist in der Mitte so ein Veteran-Minotaurus. Ach so? Ja, hab ich gerade gesehen. Kann man uns ja holen, wenn du willst. Klar. Ach, da ist er ja. Ja, komm, Spinny hat ihn schon mitgebracht. Klasse, hat niemand was gedroppt. Nee. Hier sind die Schnitzereien übrigens. Ja. Blüm findet die zweite Truhe. Ach so, ja, wir suchen ja immer noch diesen Schatz von dir, ne? Ja. So war das ja. Irgendwas war da. A la Indiana Jones. Oh ja. So. Irgendwo da lang müssen wir. Ja. Es hat seine Vorteile, die Welt zu erlangen. Oh. Okay, ja. Mit einem Reinrushen ist immer gut. Ja, immer drauf, immer drauf. Als Dinner. Mittelschwere Rüstung, Träger. Ja, warum nicht? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, weißt du. Wo ist ein Fähigkeitenpunkt? Mitten in einer Instanz. Quest-Instanz. Hm, mal schauen, ob wir den sehen. Kämpfst du schon wieder? Ach Gott. Nö. Ich hätte ihn jetzt sein Schicksal überlassen. Nur danke. Ich glaube, wir sehen ihn fertig. Ich glaube, wir sehen den Fertigkeitenpunkt hier drin nicht. So, hier rein müssen wir. Ach, hier ist es. Ruhe untersuchen. Da kommt etwas. Huch. Ja, ich prügel mich hier gerade mit irgendeinem Veteran. Ist bloß ein Tyrann. Ach so. Na, da ist ja alles gut, ne? Das war's schon. Ja. Yeah. Einen Fähigkeitenpunkt können wir uns dann gleich holen. Ach so, jetzt, ja, wir können schon wieder raus. Wir müssen schon wieder zurück zu mir. Im Imperatorkern. Ja. Wir müssen quasi zurück in die Hauptstadt der Char. Ich will den Fähigkeitenpunkt aber noch. Na, dann holen wir uns den. Der war hier im Wasser, oder? Ja. Oh, die müssen wir nicht kämpfen. Ein Färbemittel. Aha, Patina. Was auch immer. Nee, ist ein Ort der Zwischensprache gedöhnt oder Ort der Macht da. Müssen uns bloß bis hin kämpfen. Nee. Ich glaube, den hier, den werden wir wohl nie umgehen können. Nee. Na, wenn der mal da bleiben würde. Das Wirbeln ist schon ganz schön fies.
Ja, das kennst du ja noch, ne? Ja. Zu gut. Aber die Piranhas sind auch fies. Was, du kannst mit Piranhas schießen oder was? Ja. Das da. Interessant. Sind Piranhas in der Wolke. Ach so. Dong. Sehr schön. Wie habe ich denn jetzt inzwischen? 5. Nicht genug. 5. Na, ich muss eh noch hier, ne? Was weiter nach hier? Unten. Ach so, ach, du bist doch gar nicht noch weiter nach unten. Naja, doch. Eh eine Stufe halt. Ach so. Ich weiß nicht, ja, nee, ich kenn das. Ich kenn das. Man hat nie genug. So, noch neues Banner freischalten. Ich schalte erstmal die ganzen Banner frei. Die Banner sind gut, habe ich das Gefühl. So. Ja, dann porten wir uns mal in die Hauptstadt rüber, wa? Ja. Oder wollen wir noch... Nee, ach, ist egal. In die Hauptstadt. Und zwar... Ja, Wegmarke des Imperators. Wegmarke des Imperators. Ist ziemlich, also da wo auch Imperatorkern steht. Ja, in der Mitte halt da. Nö, no. Nö. Achso, du musst die Quest da abgeben, um die Belohnung zu bekommen, sozusagen. Genau, also habe ich jedenfalls das Gefühl, ich soll nochmal mit diesem komischen Typen da reden gehen, wurde mir gesagt. Ja. Ja, dann tun wir das. Wenn es nie noch laden würde. Also ich bin da. Bei mir lädt's. Das hier noch reinmachen. Für die Eisenlegion. So. Tief im Schlamm. Kennen wir noch schon. Wie immer eben. Ist das der Imperator eigentlich hier, der Typ? Ich glaube nie. Ich weiß es nie. Red mit dem halt. Danke. Tribun, ich habe eine Hälfte vom Schlüssel meines Vaters aufgetrieben, aber die andere wurde gestohlen. Wer auch immer das war. Feingefühl war nicht seine Stärke. Das Schloss wurde aufgebrochen. Ja, ich wette, ich weiß, wer das war. In der Gegend treiben sich Schrottertrupps rum. Klingt nach ihrem Stil. Schrotter! Diese elenden Aasgeier! Wisst ihr, wie ich sie finden kann? Nicht genau. Ich habe gehört, dass eine Horde Schrotter aus dem Lamia-Moras zur Chartor-Freistadt umgesiedelt ist. An eurer Stelle würde ich dort anfangen mit der Suche. Aber denkt daran, Schrotter sind der undisziplinierte Abschaum der Legion. Sie werden euren Rang nicht respektieren. Es sei denn, es lohnt sich für sie. Oder ihr zwingt sie. Ja, soweit ich sehe, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ja. Sie zu überzeugen oder sie zu überwältigen. Mir ist das egal. Was liegt euch mehr? Überwältigen. Ah, muss ich jetzt entscheiden, wa? Weiß ich nie. Erzählt Brimstone wie... Ach so. Ha, also ich kann jetzt sagen, entweder ich hole mir wieder, weil sie es mir geklaut haben, oder ich will es nicht riskieren, den Schlüssel im Kampf zu verlieren. Ach, die machen wir eh fertig. Ja, ja. So. Oh, ich krieg auch endlich einen Helm. Ja, der gefällt mir. Und ich habe ja schon lange einen Helm. Interessant. Oh, Level up! What? Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss! Ciao!